Sie, wo waren Sie am Dienstag um 10 Minuten vor Mitternacht? Oh nein, nur noch 10 Minuten? Ja, wahrscheinlich nur noch. Wir lösen den Fall. Keine Sorge, wir sind so dicht dran. Wir haben eben gerade ein Video gefunden, das für uns zumindest doch viel erklärt. Ja, nicht zu sagen nahezu alles, aber auch nicht ganz alles. Ich konnte mich doch an dieses Video erinnern, jetzt, wo du es nochmal gesehen hast. Wir haben das Video, was wir gleich zeigen, gesehen. Ja. Und haben sogar ein Stichwort drauf gemacht. Mit Mord, das ist interessant. Da kommen wir später nochmal zurück. Wirklich? So wir, dumm, schon mal gesehen, wir sind ja so dumm. Okay, dann wir gucken es mal an. Das ist das Dritte. Das Dritte da unten. Nee, unten in unserer Liste. Wir haben es sogar unten abgespeichert. Ja, du hast es sogar unten abgespeichert. Oh Gott, und wir haben es Alibi genannt. It happened very quickly. We hardly had to talk to each other. We agreed almost silently. The baby was what mattered. We'd help each other. We cleaned up. We bagged up the broken mirror, her clothes. They're gone. Hörklo. We took him down to the cellar. Nicht ihre. We knew we had an alibi. And we wanted the body to be found later. We wanted to have suspicion on us so we could then disprove it rather than have it longer. Better to keep the body in the house than risk being seen with it. The watch. That was my touch. To make sure the alibi stuck. Okay. Das hätten wir geklärt. So. Ist mir persönlich als Polizist wäre es ziemlich egal. Ich würde die einfach beide in den Knast stecken. Ja. Aber wir müssen weiter forschen. Kurz bevor wir weiter die Videos hier angucken, kannst du hier mal nochmal Yes und dann No eingeben, weil angeblich soll uns hier ein Clou gezeigt werden. Ich kann hier nichts machen. Wir müssen ihn callen, glaube ich. Also irgendwas soll uns hier ein bisschen einen Tipp geben, sozusagen. Gib mal Yes ein und echt? Dann nochmal No. Ja, probier mal. Vielleicht haben die uns auch angelogen im Chat. Okay. Die Mutter? Ja, ich verstehe. Also das ist das Kind, von dem geredet wird, für das man alles gemacht hat. Aber warum? Was hat denn der arme Kerl getan? Hat er dem Kind was angetan? Ich habe davon nichts mitgekriegt. Das ist Sarah. Okay. Tipp nochmal No. Dass wir noch weitermachen. Oh, hab ich schon gemacht. Come back again. Okay, ja. Ja, sie heißt jetzt Sarah. Okay, Sarah. Such gleich nochmal nach Sarah, aber vorher machen wir. Sarah müssen wir auf jeden Fall nachsuchen. Haben wir das schon mal? Okay. Jetzt kommt der Song wahrscheinlich von Johnny Cash. Suicide? No. I mean, he would never do anything like that. He is not the kind of person to do anything like that. I mean, to hurt himself? No. Also wir haben das, was ist passiert, aber wir suchen immer noch das Warum. Bruce. Oh, yeah, no, it's nothing. I was going through the top cupboard in my kitchen and the chair slipped and I kind of hit the door with my face. I mean, it hurt like hell. Na gut. Auch unfair, man sieht jetzt hier genau, also 5 Einträge, also 6 gefunden, aber 5 naja Anzeigen, dann denkt man jedes Mal, sollte man es noch eingrenzen. I mean, I don't know. Something must have happened to him on his way home. He could be hurt. I mean, why hasn't he phoned? I don't know. Boah, Mann. Okay. Ja, weiter. Ja, also wir wissen, das hat uns auch der Chat gerade nochmal gesagt, aber Eve war zum Zeitpunkt des Mordes schwanger und sie haben irgendwie diesen Mord aufgrund oder für das Kind verübt, was auch immer das bedeutet. Und was jetzt Simon eigentlich gemacht hat, das wissen wir auch nicht. Hurt someone? Yes. But everyone thinks that from time to time, right? You just wanna lash out. Okay, Sarah. Ja. Nee. Oh, komm, lass trotzdem mal hören. Kurz, geht nicht lang. I would have been a good mother. I was young, but I would have been a good mother. I would have been. She was a girl, by the way, the baby. Okay. We were going to call her Sarah. Aber Simon wanted to call her Ava after his nana. But I didn't want her to have a symmetrical name. Okay. Ja,
das klingt so, als wäre das Kind nicht überlebt. Aber, nee, aber ist es vielleicht das Kind von Eve vielleicht, was Sarah heißt dann? Ja, die haben ja alle hier irgendwie wild mit allem rumgevögelt. Ist ja ein einziger Orgie hier. Ist ja ein bisschen wie eine Party bei Straight Outta Compton, verdammt. Da weiß okay, am Ende auch keiner mehr, was schon. Genau. Bin ich deine Mutter? Nein, ich dachte, du bist mein Vater. Ich dachte, wir sind Brüder. So geht das da. Natürlich müssen wir auch irgendwann nochmal nach Mirror suchen. Das haben wir schon. Auch schon mal. Haben wir schon. Lüge, ist der Lügendetektor-Test. Hatten wir auch schon, ja. Shit, okay. Twins hatten wir auch schon, Miscarriage hatten wir schon, weil ihr immer wieder... Okay, rein. Ich habe noch ein paar. Moment, so. Nein, okay. Nein. Ja, wir könnten natürlich echt mal nach Confession suchen. Palindrome. Oh. Der alte Wörtergunnar. Oh, 4 Sekunden hast du gefunden. Geil, ne? Ja. Yeah. I had to let myself in. The door locks if it swings too. Mhm. We loved our cat. Domino. Domino. He had this little bell around his neck to stop him from killing birds in the garden. Oh, das ist schon was. And put them in the bell, and we could send them to each other. Mum found some of the notes once, and she thought I was just writing to myself because our handwriting was identical. And we had our own words for things, so she didn't quite understand them anyway. Ich rufe mal Bell. Vielleicht. Okay, aber danach musst du unbedingt nochmal Twins suchen. Okay. Die Leute behaupten, und ich glaube, ihr irrt euch. Oh. Das kann doch nicht wahr sein. Wir haben nicht nach Twins gesucht, obwohl wir Twins die ganze Zeit, wir sagen ja die ganze Zeit, sind Zwillinge, wir versuchen sie auseinanderzuhalten und wir haben nicht danach gesucht. Wir sind auch einfach leider, aber deswegen, wir sind zu gutgläubig, wir sind nette Menschen. Ja. Wir rechnen nicht immer mit dem Schlimmsten. Okay, die müssen wir noch gucken und dann müssen wir diesen scheiß Fall, glaube ich, lösen schnell. Ja, was heißt lösen? Twins. Ich raten einfach. Really? Are you really asking me that question? Ah, okay. Das ist gut. Are you out of your mind? Twins. Hä? Das wissen wir doch schon längst. Ich raffe das nicht. There were always princes and princesses. They were the special people, more important than the other characters in their stories. We knew we were like that. Twins. Magical. We were the princesses. We had a poster of Princess Diana from the newspaper up in our attic. Had a pride of place. And underneath we used to put all our special things. When her engagement was announced, we were obsessed with everything she did. And later, when her life went so bad, we felt for her. Her divorce last year just kind of drew a line under things. Okay. Ja, gib mir nochmal. Wie? Bestimmte Wörter, oder? Ja. Such mal nochmal nach Knockcode oder nach... Das haben wir doch. Close. Ja, wir haben nicht nach dem Wort Knockcode gesucht. Nein? Nein. Her story is that she'd waited for him to come back. She put on my wig. Ah! Some of my clothes. Ah! Ah! Pretended to be me. Ah! They talked. Ah! She'd enjoyed being me. Das ist die ohne Ring. Mit dem Tattoo. Mm-hmm. Yeah, to be with me. Then he took out a present. Another mirror. Weil er sehr gut gegangen ist. Just like the one he'd given her earlier. Nee. That krass. Unique present. Die war she sauer. Went crazy. Smashed the mirror. They argued, screamed. He hit her. So she grabbed a piece of the mirror and just swung it round. Gehst in den Bau, Alte! She cut his throat clean open. She'd only meant to scare him off. Tja. Wer ist das denn jetzt gewesen? Das finden wir raus. So, sie hat keinen Ring. Und leider können wir ihr Tattoo nicht sehen, dann gehen wir einfach davon aber aus. Aber wir gucken mal eben. Sie fummelt da nicht dran rum. Das ist Eve. Dann ist Eve? Hannah, die andere getötet hat, oder?
Sagen wir es einfach so. Da wird im Knast eh keiner nach. Komm, wir müssen es jetzt eh lösen. Ja, okay, dann Hannah ist die Böse. Lassen Sie mal hören, Herr Gunnar, was ist denn passiert? Hannah ist sehr eifersüchtig gewesen, warum, weiß ich nicht. Nee, die hatten, glaube ich, beide Sex mit Simon. Ja, Simon hat dummerweise beiden dasselbe geschenkt und jeder weiß, genau, dann war sie echt Tod sauer. Wer das macht, tot. Und dann hat Hannah ihn umgebracht. Und wer hatte jetzt das Kind? Ein Kind wurde ja nicht ausgetragen. Egal, sondern, wir lösen es jetzt schnell. Und das Kind ist jetzt hier und guckt sich gerade die Videos an. Komm, ja, drei Minuten haben wir. Was sollen wir denn da auflösen? Drei Minuten. Wir können es nicht nochmal eine Folge machen. Dann, gib den Chat. Genau? Gib mal den Chat. Ja, dann gebe ich den Chat. Okay, dann hören wir jetzt auf. Wir haben aber recht viel gelöst, finde ich. Wir haben im Grunde verstanden, dass sie beide böse sind. Wer da jetzt den Ich call jetzt hier. Ist ja auch User's offline. Ihr könnt nicht mehr anrufen. Du musst ausloggen. Hier, log off steht da oben rechts. Wo? Nicht da. Geh einfach, du Vollhonk. nein! Lass einmal kurz noch was gucken. Ich weiß, wir hören auf. Wir kurz einmal den Data Bank. Ja, alles geguckt, fast. So, jetzt loggen wir auf. Und, was passiert? Wie? Ja, das sind jetzt wieder nur Videos. Also, die beiden hatten Sex mit dem Kerl. Beide sind schwanger geworden von ihm. Ein Kind hat überlebt. Das Kind sitzt hier und guckt sich den Schrott an, wo ich mich frage, warum eigentlich. Warte mal. Hannah hat ihn umgebracht, Eve hat geholfen und er hat einfach nur einen Fehler gemacht, dass er den blöden Spiegel zweimal verschenkt hat. Das ist eigentlich seine. Dafür wurde er mit dem Tod bestraft. Ja? Und wieso konnten wir jetzt nicht ihm sagen nochmal? Mussten wir nicht mehr, weil wir es schon wissen jetzt, oder was? Wie jetzt? Weil wir das letzte Video. Warum können wir nicht mehr mit dem chatten da gerade? Ja, weil wir schon einmal ja und dann nein gesagt haben. Also wir haben schon einmal gesagt, okay, ja, wir sind fertig und dann haben wir gesagt, wir wissen es noch nicht warum, aber wir wollen noch. Im Grunde sind wir durch. Aber wir wissen es jetzt ja, wir haben es geschafft. Ja, mir wurde gesagt, dass am Ende noch Videos kommen, die so ein bisschen was erklären, aber das meiste haben wir, glaube ich, jetzt tatsächlich ganz am Ende noch verstanden, oder? Gut, oder? Wir lügen das jetzt auch mit dem zusammen, letzten, mit dem letzten Video haben wir alles gerafft. Leider falsch. Er hat beide geschwängert und Simon wusste nichts von der Zwillingsschwester. Ja, hat er doch gesagt. Ja, aber das finde ich, ja, das wegen. Aber wusste das nicht. Natürlich nicht, ja, sonst hätte er es ja nicht nochmal geschenkt, wenn er es kaputt gegangen ist. Ja, genau, das war ja sein fataler Fehler, dass er eben nicht wusste. Sonst hätte er natürlich etwas anderes. Der einen Kuchen und der andere hätte einen Spiegel. Spiel und Kuchen, die zwei besten. Leider falsch, vor allem. Wir haben doch alles gelöst. So. Ich fühle mich unbefriedigt. Ja, so geht's mir auch. So geht's mir auch, meine Damen und Herren. die Leute sind zufrieden. Sie sagen, wir haben es geschafft. Wir haben die Gerechtigkeit wiederhergestellt. Die Gerechtigkeit hat auf jeden Fall gesiegt hier bei Her Story. Gunnar, was hältst du davon? Ich fand das Spiel echt cool. Also, es hat mir echt gefallen. Es war was anderes. Glaubt man uns jetzt nicht, aber es ist wirklich irgendwie ganz cool, ja. Doch, also ich habe mich jede Woche wirklich darauf gefreut, auf diese Session, weil ich echt wissen wollte, wie es weitergeht. Und manchmal ist ja auch der Weg das Ziel. Das stimmt. Ich hätte gerne am Ende nochmal eine komplette Auflösung. So. Einen kurzen Trailer, der mir nochmal die wichtigsten, prägnantesten Szenen so chronologisch zusammenfasst, dass man es auch, wenn man ein bisschen doof ist, noch versteht. Also für die Zuschauer, nicht für uns. Natürlich, damit du? Die auch die doofen Zuschauer. Ja. Und nicht etwa wir. Ja, vielleicht kommt jetzt noch was. Good always try. Admin random. Echt? Jetzt ernsthaft? Und damit kann man das jetzt, könnte man jetzt alles unlocken und nochmal. Vielleicht machen wir das irgendwann nochmal. Wie was? Admin random. Was heißt denn Admin continue? Unterstrich random. Wie Simon prinzipiell das Gegenteil von dem sagt, was im Chat steht. Es hängt ein bisschen davon ab, ihr sagt halt tausend verschiedene Sachen. Also man kann nicht da, ist wie so eine Ein-Euro-Grabbelkiste. Findet man immer, greifst rein, findest immer irgendwas. Ah, ich habe einen kleinen Bagger. Ja. Kann ich wegnehmen. Kaufen wir können wir denn hier, ach, kannst du Continue machen, dann kannst du noch mehr angucken. Jetzt, ich glaube, wir können mit dem Admin-Passwort noch die restlichen Videos uns angucken und sie sogar chronologisch ordnen. Bin mir nicht ganz sicher, ob das stimmt. Wollen wir das irgendwann nochmal machen? Nee, gell? Ja, ich würde es schon gerne machen, aber ist es für die Leute noch interessant? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht. Oh, wenn ihr jetzt sagt, Mensch, da hab ich jetzt nichts verstanden, so ähnlich so wie Gunnar und Simon, dann könnt ihr googeln, Text Transcript Her Story und da findet ihr quasi den kompletten Interviewverlauf. Ja, das ist doch super. Dann mache ich das auch jetzt gleich zu Hause, denn jetzt ist ja Schluss. Wir haben es geschafft. Ich finde, wir haben es geschafft. Ich bleibe bei meiner Geschichte. Wir haben es geschafft. Wir haben den Scheiß halt gelöst. Könnt ihr sagen, was wollt? Es gibt nun mal auch Justizirrtümer. Nicht alles ist immer schwarz und weiß. Manchmal muss man einen Sprung in den Glauben machen und jemanden verurteilen. Auch wenn man nicht ganz sicher ist, dass er schuld ist. Sie kommen beide in den Knast bei mir. Wie konnten sie sich nicht gut genug verteidigen? Ist irgendwie ihre Schuld, ne? Ja. So,
Hätten Sie mir doch lieber einen gleichen Kaffee bestellen sollen. So, so. Das war Story. Was lernen wir daraus? Schenkt keine doppelten Geschenke und bringt Menschen nicht um. Noch was? Und bestellt, Kaffee ohne Zucker. Ja, Kaffee ohne Zucker. Und wenn ihr Tattoo und Ring und so, dann irgendwie... Da einfach mal nicht dran rumfummeln, wenn ihr keinen Ring habt. Ja, genau, wenn ihr den nicht geheim trägt, dann dürft ihr da nicht... Das seht ihr ja, das kommt halt sofort. Dumm. Genies wie wir sehen das, wir riechen das. Wir riechen es hat nur 4 Stunden gedauert. Ja, ja, wir hören auf. Ist ja gut, ja, wir hören das ja. Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. So, das war Hörstory. Schönen Dank. Okay, tschüss. Ciao. Word. Mach es kommen.